Guten Tag, meine lieben Freiheitskämpfer. Das Wetter bei einer Schlacht kann man sich nicht aussuchen. Aber hier sind die Tannen, die für die Freiheit kämpft. Und der Regen hat aufgehört. Denn es ist noch gar nichts vorbei. Nur weil unser gnadenreiche Bundesrat die Verbrecherbande im Parlament gesagt hat, jetzt gäbe es keine Zwangsmassnahmen mehr, heisst das nicht, dass es nicht mehr kommt und dass ihre Verbrechen, die in den letzten 2,5 Jahren gezündet werden, denn das Verbrechen ist nicht vorbei, nachdem die Tat begangen worden ist. Jetzt sind schon gleich Bundesratswahlen. Wer wird's echt? Die Schülerin vom WEF, Nathalie Rickli höchstwahrscheinlich. Und sie hat gesagt, wir Ungeimpften nehmen Menschen in Geiselhaft. Und so eine soll Bundesrätin werden. Auf gar keinen Fall. Jetzt sind wir im Parlament gewesen. Sind schauen und zulassen, was der Nationalrat macht. Dazugelernt haben sie nichts. Das Covid-Gesetz haben sie verlängert. Bis 2024. Aber der Ständerat hat die Debatte verschoben. Auf den Winter, weil sie jetzt genau nicht wollen, dass man Unterschriften sammelt. Sie erklären das Gesetz wieder für dringlich, aber verschieben die Debatte im Winter rein. Ja, genau. 3/4 der Nationalrat machen weiter. Dabei ist längst erwiesen, dass die menschenverachtenden Zwangsmassnahmen, Test, Genspritzen, Masken und Zertifikat nur Schaden anrichten und unsere Gesellschaft spalten. Wir erinnern uns alle an das Leid, das sie verursacht haben. Und das ist die wichtigste Aufgabe. Nicht vergessen und nicht vergeben, was sie unseren Auto haben, was sie unseren Kindern haben, wie die Alten einsam in den Heimen müssen verrecken. Das lassen wir nicht durch. Und bis die alle in der Kiste sind, hören wir nicht auf. Aber ich bin traurig und enttäuscht. Es sind nur im Gesamten 3 Leute im Parlament zu zuschauen. Nur maßvolle Städte gsi. Wo sind alle anderen gsi? Wo? Das kann's doch nicht sein, meine Damen und Herren. Wir müssen alle überall präsent sein. Alle Vereine, alle Organisationen. Und mich unglaublich dankbar und erfreut, heute wieder so viele Flaggen dürfen zu sehen und Banner. Danke vielmals, sind ihr heute alle gekommen. Denn es geht ungebremst weiter. Jetzt beim Strom rufen sie wieder Notrecht aus. Das gleiche Schema. Sie machen Angst, wenden Gewalt an und Zwang. Das hört nicht auf. Eine Krise nach der anderen wird produziert, um uns unsere Freiheiten wegzunehmen. Wir sind nach wie vor im aktiven Widerstandsrecht. Denn die Helvetia, die steht nicht mehr aufrecht. Die Helvetia liegt in Ketten. Und ich bezweifle, dass wir das von innerhalb vom System kann kippen können. Wir, die mal ein Leuchtturm sind vor der Freiheit. Die Schweiz ist das schon lange nicht mehr. Die Schweiz ist eine Hure von den Globalisten. Und keine Edelprostituierte, sondern abgehalfterte Hafennoten. Jetzt wird verlängert das Covid-Gesetz um 2 Jahre. Sommer 24. Und was kommt im Sommer 24? Der Pandemiepakt. Es geht nahtlos weiter. Mit dem Pandemiepakt bestimmt noch die WHO im Alleingang.
über Zwangsmassnahmen. Es ist ein globaler Staatsstreich. Die Nationalstaaten sind die Macht. Und das wird passieren, wenn wir es nicht verhindern. Und wir werden das verhindern. Schon gleich werden wir anfangen zu sammeln für die Souveränitätsinitiative. Denn wir können nicht aufs Parlament vertrauen, dass die Schweiz wieder unabhängig machen. Nein, wir haben es gesehen im Covid-Gesetz. Sie verkaufen uns. Sie verkaufen unsere Freiheiten. Und sie hören niemals auf. Also hören wir auch niemals auf. Die Souveränitätsinitiative. Die packt den Stier bei den Hörnern. Die ist radikal. Die ist unser 1291-Moment. Mit dieser Initiative kann niemand, kein UNO, kein SWEF, kein WHO, kein EU, niemand kann unsere Verfassung mehr verletzen. Das ist das Ziel. Und damit wir das schaffen, braucht es die Hilfe, sammeln, das engagierte Mitkämpfen von jedem einzelnen Tag auf dem Platz und im ganzen Land. Und dann machen wir die Schweiz wieder souverän. Wir haben kein Vertrauen in Parlamentarier, die unsere Demokratie beerdigt haben. Innerhalb des Systems können wir unsere Grundrechte nicht mehr retten. Denn eine Regierung ist ja nur so lange legitim, wie sie ihre Freiheiten beschützt. Also ist für euch die Regierung und das Parlament ein legitimer Volksvertreter. Also haben wir uns entschieden, massvoll ist und bleibt außerparlamentarische Opposition. Es wird keine Wahllisten geben von massvoll. Und ich selber, ich kandidiere nicht. Wir können nicht das System komplett ablehnen und bekämpfen und als illegitim erachten und nachher selber in dem Kuchen drinnen sein und sechsstellig verdienen von diesem System, von diesen Steuergeldern. Denn Glaubwürdigkeit ist alles. Und ich danke allen, die gekommen sind, uns zu ermutigen. Wir sollen doch kandidieren. Weil sie ihre Unterstützung zugesprochen haben und gesagt haben, wenn wir jemandem vertrauen und glauben, dann euch. Für das Vertrauen danke ich von ganzem Herzen. Jedoch der Kampf, den wir führen müssen, der ist nicht in dem Parlament. Der ist auf der Straße, im Herzen der Leute. Also gehen wir auf die Straße. Wenn am 7. Dezember Nathalie Rickli gewählt werden als Bundesrätin, wenn sie kandidiert, gehen wir am Vorabend davor, am 6. Dezember am Abend, auf Bern und zeigen, was das Volk von der Faschistin haltet. Ja. Demokratie ist tot. Es liegt an uns, sie aufs Neue wiederzubeleben und ein besseres System zu erschaffen. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe, egal welche Farbe man hat. Auf dem T-Shirt, auf der Hut, welchen Beruf, egal wie alt man ist oder welchen Gott man glaubt. Denn links und rechts ist nur eine Illusion. Es geht um Zwang, um Knechtschaft, um Sklaverei oder um Freiheit für euch und eure Kinder. Dankeschön! Kämpft weiter, wir kämpfen weiter, solange das auch geht. Vielen Dank.